Als Beschreibung dieses Workshops steht auf dem Konferenzprospekt: Kein anderes Buch schwärmt wie die Bibel von Gerechtigkeit. Sie rückt die Bedürftigen in den Mittelpunkt und fordert uns zu Nächstenliebe und verantwortungsvollem Umgang mit der Schöpfung auf. Damit stoßen wir an Grenzen und fragen uns, wie ein fairer Lebensstil praktisch umgesetzt werden kann. Wir sind der größte Workshop, deswegen sind wir im Plenum. Scheinbar ist das doch von großem Interesse. Wie setze ich einen fairen, einen an der Gerechtigkeit orientierten Lebensstil praktisch um? Wie mache ich das denn jetzt? Was kann ich denn tun? Was könnte mein Beitrag ganz konkret sein? Und zu diesem Thema wird der Hannes Lettlein etwas sagen. Er leitet den Workshop und ihn würde ich jetzt gerade mal nach vorne bitten und dann schauen wir mal, wer er ist. Ist das? Ja, es geht tatsächlich. Hallo, herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Also Hannes, ich stelle dir ein paar Fragen und dann kannst du uns ein bisschen erzählen, was zu deiner Person, bevor du uns dann einführst in dein Thema. Man hört schon gleich an der Aussprache, wie auch bei mir, wir sind hier zwei Nicht-Schweizer. Darf es ja auch mal geben. Sag es doch mal. Oh, danke sehr, jawohl. Sag es mal, Hannes, woher kommst du und was machst du so? Was machst du so im Alltag beruflich? Ich komme tatsächlich aus Süddeutschland, deswegen, ich gebe mir größte Mühe, euch zu verstehen, aber es fällt mir nicht ganz leicht. Ich bin dann von Schwäbisch Hall, wo ich groß geworden bin, nach Essen gezogen für 4 Jahre und wohne jetzt gerade seit fast 2 Jahren in Berlin. Und dort studiere ich evangelische Theologie im 3. Semester, mache gerade Griechisch und habe aber vorher schon eine Ausbildung gemacht zum Mediengestalter und arbeite auch nebenbei als Grafiker und Fotograf. Wer da jemand braucht? Zu fairen Preisen? Natürlich. Das nächste, was uns natürlich interessiert, ist, sag mal, wie alt du bist und wie deine familiäre Situation aussieht. Ich bin ganze 25 Jahre alt. Ich hatte es heute beim Mittagessen schon im Gespräch. Ich bin jemand, der ohne Grenzen groß geworden ist und für den es sehr komisch ist, in ein Land zu fahren, wo man noch Zoll hat und sowas. Also ich habe den Mauerfall quasi gerade noch so mit 3 Jahren erlebt. Und ich lebe in Berlin mit meiner gerade angeheirateten Frau vor 3 Monaten mit Lisa zusammen. Okay, das ist doch ein Applaus wert, für 3 Monate geheiratet. Die Frage ist nun, wie bist du persönlich in Kontakt gekommen, Berührung gekommen mit diesem Thema Fair Leben, einen fairen Lebensstil? Da sagst du sicher noch vieles jetzt im Workshop, aber vielleicht mal so eine erste Hinführung, wie du dazu gekommen bist. Ich bin 2007 nach Essen gezogen, um dort ein FSJ zu machen, freiwillig soziales Jahr in der Gemeinde dort. Und die Gemeinde hat sich schon immer sehr für dieses Thema interessiert und stark gemacht. Und wir waren dann auch relativ schnell mit der Micha-Initiative verbandelt. Und so war das Thema eigentlich allgegenwärtig und man musste sich damit beschäftigen. Und so kam ich auch dazu und zusammen mit meiner Mitbewohnerin damals haben wir dann überlegt, was heißt das jetzt eigentlich für uns ganz konkret? Was müssen wir machen? Heißt das was für unseren Lebensalltag? Müssen wir unseren Konsum umstellen und so weiter und so fort? Und so haben wir angefangen. Und das zieht sich jetzt eigentlich schon seit 2007, also jetzt 4 Jahre, dass wir diese Entscheidung getroffen haben. Und was die konkret heißt, das werde ich tatsächlich gleich nochmal näher beschreiben. Und kannst du in ein paar Worten sagen, was für dich so ganz wichtige persönliche Ziele geworden sind, seitdem du so versuchst zu leben? Das ist tatsächlich eine sehr, sehr schwere Frage, also weil man sich ständig, Sie kennen das wahrscheinlich, fragt, was heißt das jetzt eigentlich, wo geht es eigentlich hin, hat das ein Ziel? Ein ganz großes Ziel ist für mich tatsächlich geworden und das wurde mir ja mit der Micha-Initiative und Stopp Armut so ein bisschen mitgegeben. Also ich bin davon überzeugt, dass es möglich ist, bis 2015 die Armut zu halbieren und das gehört irgendwie dazu. Also ich hänge da nach wie vor dran, dass das erreicht wird. An den Millenniumszielen. Okay, zu guter Letzt, was wünschst du dir, was sollen wir hier aus diesem Workshop mitnehmen? Also erstmal bin ich natürlich gespannt, was Sie alle mitbringen.
was für Fragen, was für Herausforderungen, warum sie überhaupt hier sind. Ich hoffe, dass wir das in der großen Gruppe so ein bisschen rausfinden können. Ich habe mir ein bisschen was überlegt. Und dann möchte ich natürlich, dass Sie gerade von dem Stand, wo Sie jetzt gerade sind, noch mal einen Schritt weitergehen. Oder mir vielleicht sogar noch was beibringen. Das ist, glaube ich, das, wovor ich so ein bisschen Sorge habe, dass Sie mir alle was voraus haben und ich hier Stuss erzähle. Also das glauben wir nicht. Und wir freuen uns auf die nächste Zeit bis 15.30 Uhr und sind gespannt, was du uns jetzt mitzugeben hast. Vielen Dank. Vielen Dank. Und wir gucken zuerst einen ganz kurzen kleinen Film, in dem es vor allem um Nahrung geht. Vielleicht haben viele den Film schon gesehen, We Feed the World. Eine Minute Trailer dazu. Wenn das mit der Technik funktioniert. Scheinbar nicht. Ist das Laptop an? Das ist an. Würdest du mir den Gefallen tun und eine Folie weiterklicken? Dann probieren wir es erstmal so. Moment, jetzt habe ich, glaube ich, Zugriff. Ja. Wir sagen, wenn wir solche Fische, es ist nicht zum Essen, es ist nur zum Verkaufen. We fucked up the West and now we are coming to Romania. We will fuck all the agriculture here. Wasser ist ein Lebensmittel, so wie jedes andere Lebensmittel, sollte das einen Marktwert haben. Ein Kind, das am Hunger stirbt heute, wird ermordet. Eine kurze Geschichte. Liebevoll sortiert Maria die Kaffeebohnen. Sie ist kaum älter als ich es bin, noch keine 26. Und doch ist ihr Leben vollkommen von meinem zu unterscheiden. Sie ist Mutter. Mutter von zwei Kindern. Wenn ihr Mann überhaupt eine Arbeit findet, dann arbeitet er als Tagelöhner auf einer riesigen Kaffeeplantage. Maria kümmert sich zu Hause um die Kinder. Wahrscheinlich kann man von der jungen Frau im Nordosten Brasiliens mehr über Kaffeeanbau lernen, als in jeder Vorlesung, die dazu angeboten wird. Vorlesen könnte sie aber nicht. Beschreiben vielleicht. Schreiben leider auch nicht. Die Geschichte von den Marias dieser Welt ist lang. Die Maria, von der ich erzähle, gibt es nicht. Und doch ist es eine Geschichte, in der ca. 25 Millionen Menschen mitspielen. Denn heute leben ca. 25 Millionen Menschen von der Kaffeeproduktion. Die meisten davon leben in Brasilien, in Vietnam, in Indonesien, in Kolumbien, in Indien, Tansania oder in Mexiko. Die meisten davon leben in ärmlichen Verhältnissen und arbeiten unter extremen Bedingungen als Tagelöhner. Alles, was sie wissen müssen, wird ihnen beigebracht, nämlich wie man Kaffee pflanzt, pflückt und für die Weiterverarbeitung vorbereitet. Was sie nicht wissen, ist, was nach der Weiterverarbeitung passiert. Das passiert nämlich nicht in Südamerika, Afrika oder Asien, sondern natürlich in den Ländern, in denen der Kaffee verbraucht wird. Am meisten. Deutschland zum Beispiel. Knappe 3 Tassen trinkt der Deutsche pro Tag. Da macht es natürlich auch Sinn, dass Hamburg der weltgrößte Umschlagplatz für Kaffee ist. Die 3 größten Röstereien sitzen in Bremen. Durch diese Verteilung der Aufgaben kommt es zu dem absurden Zustand, dass Bauern in Brasilien gar nicht wissen, wie man Kaffee zubereitet. Wie gesagt, die Geschichte ist lang. Und Kaffee ist nur ein Beispiel für die Ungerechtigkeit, die in dieser Welt auf dem Weltmarkt herrscht, der hier und hier dargestellt wird. Und die Frage ist vielleicht, welchen der beiden Märkte wollen wir eigentlich verändern, dachte ich heute Morgen. Die Trennung zwischen Maria und mir ist also ziemlich groß. Und natürlich ist Kaffee nur ein Beispiel dafür, dass
für viele Produkte, die wir konsumieren, die nicht in diesem Land und auch nicht in dem Land, in dem ich lebe, angebaut werden oder produziert werden. Und diese Trennung zwischen der Maria, von der ich erzähle, und mir, zwischen den Menschen und unseren Gütern, unser Essen und alles, diese Trennung, glaube ich, ist das eigentliche Problem. Die Lebenssituation dieser Menschen, von Maria und ihren Mitmenschen, ist mitgeprägt von den Bedürfnissen, die wir haben, von meinen Entscheidungen, und ihre Armut ist nicht davon trennbar oder anders ansehbar. Also ihre Armut ist nicht abgelöst von meinem Reichtum zu sehen. Durch die Globalisierung kommt es vor, dass wir mit den Menschen in Afrika mehr zu tun haben als mit unseren Nachbarn. Und das ist nicht erst seit Facebook so, seit wir unbegrenzten Raum haben durch das Internet, also kommunizieren können mit Menschen in Südindien oder wo auch immer, obwohl wir noch nicht mehr wissen, wie unsere Nachbarn heißen. Also wird Maria durch meine Entscheidung beim Einkaufen zu meiner Nächsten. Eine Studie des Wuppertaler Instituts für Klima, Umwelt und Energie, die ich hier vorne mit habe, sagt, dass wo Menschen ständig mit Gütern Grenzen überschreiten, auch unsere Moral grenzüberschreitend werden muss. Wir dürfen nicht mehr nur noch auf unser eigenes Wohl bedacht sein und auch nicht nur auf das Wohl unserer Gesellschaft. Wenn wir selbstverständlich grenzenlos reisen, dann muss auch unsere Verantwortung transnational orientiert sein. Armut und Elend fallen nicht vom Himmel, sie sind mitverursacht von unseren Handlungsweisen, unseren Strukturen, und es ist unser Privileg, daran etwas ändern zu können. Das alles sind erste Gedanken zu dem, was mich dazu geführt hat, meinen Lebensstil zu verändern und einen Versuch zu wagen, nämlich das, was wir in dem Workshop sagen, eine Reise zu einer Utopie zu versuchen. Die alten Geschichten der Bibel, sie sind mir in diesen Fragen eine große Hilfe. Immer wieder beschenkt sie mich mit ihrer Weisheit, die weit über mich hinausreicht. Sie beschenkt mich mit der Tradition und einer Ahnung von Gerechtigkeit. Sie weiß vom Leben zu erzählen und erinnert mich daran, dass ich an einen Gott glaube, der das Leben liebt. Ein Gott, der auferstanden ist gegen Ungerechtigkeit. Die Bibel erinnert mich an Gerechtigkeit, an Gnade, an Liebe und an Gott. Sie erinnert mich. Das englische Wort für erinnern ist remember. Und das ist ein zweiter Gedanke, den ich hatte. Remember, also wieder Mitglied werden, Mitglied einer Gesellschaft und nicht ausgeschlossen zu werden. Ich werde wieder Mitglied und Teil einer großen Geschichte. Und diese Geschichte fordert mich heraus, meine Nächsten mit hineinzuziehen in diese Geschichte, sie nicht außen vor zu lassen, sie nicht sogar auszuschließen, sondern sie gleichermaßen zu achten und nicht auf ihre Kosten zu leben. Ich überlege, wie mir diese Geschichte weiterhelfen kann, und suche in dieser alten Tradition nach Hilfe. Ich meditiere diese Texte und bitte um Gottes Hilfe. Wenn ich keine Antwort finde, halte ich mich an die Texte der Bibel, die meine Verzweiflung ausdrücken. Sie finden Worte für das, was ich nicht formulieren kann. Gerechtigkeit war mein Kleid und mein Recht bekleidete mich wie Mantel und Turban. Sucht zuerst die Gerechtigkeit Gottes, dann wird euch alles andere zufallen. Es gibt also doch Zufälle. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Über alles aber zieht die Liebe an. Das ist das Band der Vollkommenheit. Denn alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt den Retter angezogen wie ein Kleid. Wer dem Geringen Gewalt tut, lästert dessen Schöpfer. Aber wer sich des Armen erbarmt, der ehrt Gott. Reiche und Arme begegnen einander, der Herr hat sie alle gemacht.
und um euch Schweizer zu ehren, aus der neuen Genfer Übersetzung. Hier gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Griechen, zwischen Sklaven und freien Menschen, zwischen Mann und Frau, denn durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle zusammen ein neuer Mensch geworden. Und zuletzt, der Herr ist mein Hirte, es fehlt mir an nichts. Und spätestens hier wird mir bewusst, es gibt Menschen, denen geht dieser Satz nicht so leicht von den Lippen wie mir. Und das fällt mir schwer, wenn ich die Bibel lese, dass ich sie lese und merke, es ist gar nicht so einfach. Und sie aus der Perspektive von Armen zu lesen, macht es noch viel schwerer an vielen Stellen, weil sie Dinge verheißt, die offensichtlich nicht eintreten. Ein paar Fakten. Im September 2000, das wissen Sie wahrscheinlich alle, haben die UN, also die Vereinten Nationen, die Millenniumsziele verabschiedet. 8 Ziele, die hier ständig hoch und runter gebetet werden. Und 189 Staaten haben diesen Zielen zugestimmt und keins der Ziele ist bisher erreicht. Es sind noch 3,5 Jahre Zeit, aber es sieht schlecht aus. Das muss man ganz ehrlich sagen. Denn noch immer leben mehr als 1 Milliarde Menschen von weniger als 1 US-Dollar am Tag. Und ich habe ein spannendes Projekt gefunden, das ist ein erstes Mitbringsel sozusagen. Die Organisation worldmapper.com versucht, die Verhältnisse in der Welt darzustellen in Karten, die sie extrem verzerrt. Also Sie werden sich gleich wundern, wie diese Karte aussieht. Sie stellt die Verteilung auf der Welt dar. Große Länder, da leben viele Menschen, die von einem Dollar pro Tag auskommen müssen. Kleine Länder, da ist das eher umgekehrt. Das zweite Ziel ist, noch immer gehen 121 Millionen Kinder auf dieser Welt nicht zur Schule. Die Ausgaben für Bildung sind ungefähr so verteilt. Noch immer sind 2/3 der Kinder, die nicht zur Schule gehen, Mädchen. Übrigens, eine Sache, die mir vorhin aufgefallen ist in der Podiumsdiskussion, das muss ich teilen, da standen nur Männer auf der Bühne. Das war verrückt. Also, Appell an die Männer, lasst die Frauen ran, Frauen, geht auch mal nach vorne. Das sind die nicht alphabetisierten jungen Frauen in der Welt. Noch immer stirbt circa alle 3 Sekunden ein Kind unter 5 Jahren. Und zwar hier. Noch immer sterben jährlich 500.000 Mütter bei der Geburt, die meisten in Entwicklungsländern. Und noch immer infizieren sich jährlich weltweit 4,3 Millionen Menschen mit HIV/AIDS. Noch immer haben über 1 Milliarde Menschen keinen Zugang zu sauberem Wasser. Und im Vergleich dazu zeige ich eine Karte mit dem ökologischen Fußabdruck, also eine Anzeige der Staaten, die am meisten den größten Fußabdruck hinterlassen. Und das ist das, was mich am meisten schockt. Noch immer kommen für jeden Euro Entwicklungshilfe der Industrieländer 7 Euro an Schuldendienst aus den Entwicklungsländern zurück. Und im Vergleich dazu zeige ich Ihnen die angemeldeten Patente in der Welt. Es gibt eine Ungleichheit in der Welt, das ist uns allen bewusst und davor muss man
die Augen verschließen, wenn man es nicht sehen will. Das würde ich sagen, ist Sean Siegler, der hat das in dem Video gerade gesagt. In unserer Zeit ist jedes Kind, das stirbt, ermordet. Und das klingt krass und das zieht uns in eine Verantwortung und das kann uns auch unter Druck setzen. Und dazu gleich nochmal mehr. Erst habe ich noch ein anderes Projekt gefunden, das nennt sich globalrichlist.com, ist alles immer mit dem Com da hinten, wenig von uns. Dort kann man seinen jährlichen Verdienst eingeben und dann sehen, auf welchem Rang man ist, der reichsten Menschen der Welt. Und ich würde Sie einmal gerne raten lassen. Also ein Mensch, ich habe extra nachgefragt, ein Mensch, der den Minimallohn von ca. 14.000 Schweizer Franken im Jahr zur Verfügung hat, gehört zu den Prozent der reichsten Menschen der Welt. Also 14.000 Franken, habe ich mir sagen lassen, ist der ungefähre Minimallohn. Oh, 24. Habe ich? Oh, 24. Das ist natürlich, dann wird sich das gleich nochmal, dann können Sie sich das einfach vorstellen. Okay, aber was würden Sie sagen? Wir gehen jetzt mal von 14.000 ein, weil das ist das, was ich, glaube ich, eingegeben habe. Was würden Sie sagen? 3% der reichsten Menschen. Ich höre 2. Wer bietet mehr? 5. 35. Okay, wir gucken uns das an. Das ist auch eine sehr schöne Homepage. Ich habe das mal in, ich habe doch 24 eingegeben und das in Euro umgerechnet. Also mit 24.000 Schweizer Franken gehört man zu den 10,21% der reichsten Menschen der Welt. Sie können ja mal im Vergleich, wenn Sie zu Hause sind oder hier Internet haben, einfach mal Ihren Jahreslohn da eingeben und erschrecken. Das geht nämlich nochmal schnell bergauf. Also ich habe das mal ausprobiert. Ich verdiene nicht so viel. Ich bin ja auch Student. Wenn man da ein bisschen mehr eingibt, das geht dann schon relativ rasant nach oben. Also das oberste Prozent ist doch noch sehr klein, überraschenderweise. Aber Sie können das selber ausprobieren. Und wenn man $1 eingibt, dann rutscht das schon weiter nach links. Das waren jetzt viele Informationen schon vorab und jetzt soll das Ganze ja doch auch Workshop-Charakter haben. Deswegen tauschen wir unsere Plätze. Also ich bitte Sie alle, Ihre Sachen liegen zu lassen, die brauchen Sie jetzt kurz nicht, es dauert auch nicht lange, und alle einmal auf die Bühne zu kommen und ich gehe einmal runter. Okay, vielen Dank, schon mal bis hierhin. Es ist ein bisschen eng, passen Sie auf die Instrumente auf und die schöne Bühnendeko. Ich habe ein paar Aussagen vorbereitet und möchte Sie bitten, sich dazu zu positionieren. Es gibt eine Mitte und das Ganze hat jetzt überhaupt nichts Politisches, obwohl morgen Wahlen sind und ich erschrocken bin über die Wahlplakate in der Schweiz. Also Sie können sich dazu positionieren. Wir sagen jetzt einfach mal, es gibt oben und unten und nicht rechts und links. Und dadurch eine Aussage treffen. Das Ganze nennt sich Vote by your feet. Vielleicht haben Sie das schon mal gemacht. Also als allererstes, um zu wissen, wie ich vertieft nachher weitermachen muss, möchte ich einmal wissen, wer hat meinen Artikel schon gelesen im Micha-Kurs? Also hier Zustimmung, alle hier rüber, die zustimmen. Alle, die den noch nicht gelesen haben, hier rüber. Dann weiß ich ungefähr, wie vertieft ich gleich darauf noch eingehen kann. Super. Okay, also das Buch gibt es hier hinten zu kaufen. Das sollten Sie haben. Es ist sehr wertvoll und hilfreich. Okay, jetzt kommt es zu den spannenderen Fragen, wo es auch mehr um Inhaltliches geht. Ich war schon selbst einmal in einem Entwicklungsland, in einem sogenannten Entwicklungsland. Hier ja, hier nein. Oh, da
Das ist, sie dürfen zu mir kommen. Und jetzt nicht erschrecken, ich werde zwischendurch mal reinkommen und fragen. Und weil Sie gerade schon gesagt haben, wo kommen Sie denn her? Aus Kenia. Und wie lange sind Sie schon in der Schweiz? 3 Jahre. 3 Jahre, wow, herzlich willkommen. Also ich darf das mal im Namen der Schweizer, glaube ich, sagen, oder? Herzlich willkommen. Okay, und sag du, wo warst du? In Botswana, in Tansania und Fidschi. Wow, viel unterwegs. Und was hast du da gemacht? So Kurzzeiteinsätze. Was bitte? Kurzzeiteinsätze. Ah, Kurzzeiteinsätze. Danke. Das ist wirklich, ich bin herausgefordert. Und ich gehe mal auf die andere Seite. Und wollen Sie mal gerne noch in ein Entwicklungsland? Wenn sich die Gelegenheit bietet, ja. Okay, und haben Sie ein Traumziel? Oh. Das war einmal Haiti. Haiti. Und jetzt aber nicht mehr? Ja, ich weiß nicht, ob ich mich da nützlich machen kann. Okay, das ist wirklich auch gerade eine schwierige Situation da. Vielen Dank jetzt schon. Und die nächste Frage lautet, ich muss ablesen, das ist für Sie, in der Schweiz gibt es keine Armut. Ich stimme dem zu und ich stimme dem nicht zu. In der Schweiz gibt es keine Armut. Da, ja, da, nein. Okay, vielen Dank. Ich ahne, das ist herausfordernd, diese Frage zu beantworten. Ja? Ach so, hier ist, ich sage, in der Schweiz gibt es keine Armut. Dem stimme ich zu. Entschuldigung. Das ist so schwierig zu definieren. Ja, das ist das, womit Sie sich gleich noch beschäftigen dürfen. Also genau das soll das bewirken. Also ich will Ihnen sozusagen Fragen mitgeben, die Sie dann nochmal weiter bewegen können. Der faire Handel ist ein Geschäft mit unserem schlechten Gewissen. Dem stimme ich zu, dem stimme ich nicht zu. Der faire Handel ist ein Geschäft mit unserem schlechten Gewissen. Ich stimme dem zu, ich stimme dem nicht zu. Okay, ich komme auf diese Seite. Also, du würdest sagen, nein? Also, ich weiß nicht, ob man es als Spektrum verstehen oder als Schwarz-Weiß-Szenario. Da bin ich in der Mitte gestanden. Ich würde sagen, unter Umständen. Okay, ja, sehr gut. Super. auch das dürfen Sie natürlich weiter bewegen und hinterfragen. Und jetzt wieder eine spannende Frage. Ich beziehe bereits einen Großteil meiner Einkäufe aus fairem Handel. Ich stimme dem zu, ich stimme dem nicht zu. Auch das ist für mich spannend, dass ich gleich weiß, welche Tipps ich Ihnen noch so mitgeben kann. Okay, da ist die Mitte beliebt. Hier war die Zustimmung, richtig? Nennen Sie uns Ihre Lieblingsschokolade. Ja, ich kaufe nur Fairtrade-Schokolade, wie die jetzt genau heißt, weiß ich nicht. Nougat oder eher Nuss? Nee, dunkle Schokolade. Dunkle Schokolade, die ist auch sehr lecker. Das kann ich. Dem stimme ich auch zu. Jetzt könnte die nächste Frage, nein. Das Thema fairer Handel setzt mich unter Druck. Ich stimme dem zu, ich stimme dem nicht zu. Das Thema fairer Handel setzt mich unter Druck. Zustimmung, Ablehnung. Ihnen soll ich fragen? Was soll ich Ihnen denn fragen? Wieso er nicht unter Druck kommt?
Okay, dann fragen wir ihn erstmal, wieso setze ich das nicht unter Druck? Ja, es ist seine Selbstverständlichkeit. Und das findest du auch leicht, das umzusetzen? Ja, es ist eine Frage meiner Werte. Und wenn meine Werte wirklich so sind, dann ist das halt. Okay. Gut, wow. Vielen Dank. Ich stelle eine letzte Frage. Wer von Ihnen glaubt, dass wenn wir alle nur noch Produkte aus fairem Handel beziehen würden, dass das tatsächlich den Markt verändern würde? Zustimmung, Ablehnung. Alle Menschen. Also. Nee, genau, alle Menschen. Machen wir das mal so. Also. Zustimmung, Ablehnung. Sie stehen so einzeln, ich muss Sie fragen. Weil solange der Mensch gibt, der wird immer irgendeine Lösung finden, um das fair handelt können unter, oder wie sagt man das? Einfach zu umgehen und seine eigene Regel finden. So. Okay. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen fürs Mitmachen und Sie dürfen sich wieder setzen und ich rede wieder am Stück viel. Ist meine Technik leider wieder eingeschlafen. Und das war sehr aufschlussreich für mich. Ich hoffe für Sie auch. Würdest du noch mal eine Folie weiterklicken oder viele Folien, weil ich die eigentlich, die Fragen habe ich alle hier, aber brauchen wir jetzt nicht mehr. Ja, jetzt habe ich hier auch wieder. Super, danke. Also, ob wir wohl durch den fairen Handel oder wenn wir unsere Entscheidungen alle verändern und sagen, wir kaufen nur noch diese Produkte, ob wir da wohl den Markt verändern. Tja, und an der Stelle muss ich leider sagen, dass fairer Handel nicht die Lösung ist. Nicht für alle Probleme. Er ist keine Wunderwaffe gegen die Ungerechtigkeit, das musste ich hart feststellen, das dachte ich lange. Vor allem am Anfang, wenn man sehr ambitioniert ist und denkt, man macht jetzt alles irgendwie richtig und dann hat man ein gutes Gewissen und die Menschen haben was davon, dann merkt man, auch der faire Handel handelt nach den Prinzipien dieses Marktes vor allem. Da hat der Markt leider nur wenig zu sagen. Und leider ist der faire Handel auch ziemlich bedeutungslos, nach wie vor, auch wenn er stärker wächst als alles andere aktuell. Also er hat ein wahnsinniges Wachstum, was niemand so richtig erklären kann, aber so ist das. Und trotzdem macht er nach wie vor ungefähr nur 2% aus, also immer noch nur sehr, sehr wenig. Und leider sind die Zahlen schon ein bisschen älter. Im Jahr 2003 bedeutete das für Bauern, die aus dem fairen Handel oder für den fairen Handel ihre Produkte anboten, erschreckende 5 Euro mehr im Monat. Also auch nicht sonderlich viel. Und diese Bauern, und das ist mir heute Morgen auch nochmal bewusst geworden in der Podiumsdiskussion, sind leider meistens nicht die Ärmsten und nicht die Elendsten, sondern vor allem die Bessergebildeten. Das weiß man, darüber gibt es Studien, dass der faire Handel vor allem die Menschen erreicht, die schon sehr gut integriert sind oder die schon ein gewisses Netzwerk aufgebaut haben, weil nur die sind fähig, mit den NGOs, also mit den Nichtregierungsorganisationen zusammenzuarbeiten und die ganz komplizierten Strukturen alle zu verstehen und die Richtlinien und was sie alles beachten müssen. All das führt dazu, dass eben der faire Handel vor allem Leute erreicht, die nicht die Ärmsten sind. Dazu habe ich habe ein paar Bücher mitgebracht, eine kleine Auswahl, so viel wollte ich nicht tragen, aber da können Sie reingucken. Es gibt ein Buch, das heißt Unfair Trade, und das deckt diese Problematik auf. Sehr gut geschrieben. Ein anderes großes Problem, das ist Ihnen wahrscheinlich allen auch ein Begriff, ist das Greenwashing, also große Konzerne vor allem
beschäftigen sich damit, ihre Produkte reinzuwaschen. Also zu gucken, wie können wir die, wo dieser Markt von fairen, vom fairen Angebot so boomt, wie können wir unsere Produkte da positionieren, ohne uns zu verändern, um noch mehr Geld zu verdienen, weil die fairen Produkte natürlich mehr Geld abwerfen. Also auch das ist nochmal ein großes Problem. Es gibt übrigens hinten am Stand von Stopp Armut, habe ich gesehen, eine kleine Broschüre, habe ich heute Morgen in die Hand gedrückt bekommen, in der Marken aufgelistet sind. Die ist sehr gut, also wo man sehen kann, wie die Kleidungsmarken sich positionieren, wie transparent sie sind und so weiter. Also das kann ich sehr empfehlen. Und dann eine theologische Frage, die ich mir noch gestellt habe im Laufe der Zeit und die mich auch immer noch sehr, sehr beschäftigt ist: Alles, was wir predigen oder das, der Kern unserer Predigten ist Gnade. Wir sagen, wir glauben an einen gnädigen Gott. Und ich habe mich gefragt, ist fairer Handel eigentlich gnädig? Oder umgekehrt, ist Gnade eigentlich fair? Das macht es noch komplizierter. Also, ist es fair, dass wir jetzt anfangen, das anders zu verteilen? Ist das Gnade? Das nur als Frage, weil ich selber noch keine Antwort darauf habe. Also ist Gnade fair? Und in diesem Dschungel von Herausforderungen kann einem das Ganze schnell zu viel werden. Die Reise zu der Utopie, wie wir sie nennen, ist entmutigend, sehr sogar. Sie ist meistens frustrierend und sie führt an Grenzen, von denen man, auch wenn man mit Grenzen groß geworden ist, vorher vielleicht noch gar nicht gewusst hat, dass es sie gibt. Ständig muss man sich daran erinnern und man läuft nicht mehr einfach so durch eine Einkaufsstraße. Ich weiß nicht, ob Ihnen das auch so geht. Man kann eben nicht mehr einfach irgendwas einkaufen gehen. Man muss gucken, wo man einkaufen geht. Und dann merkt man, es gibt gar keine Läden, wo es faire Klamotten gibt in meiner Stadt. Selbst in Berlin, was eine Riesenmetropole ist, kenne ich 5 Läden. Und das ist nicht viel. Bei Lebensmitteln entwickelt sich das anders als bei Kleidung. Das wird immer schwieriger. Ständig scheitert man. Und das Gefühl ist, dass man in dieser Maschinerie, in diesem System, in diesem Konglomerat von Zusammenhängen, dass man da eigentlich gar keine Chance hat und dass man viel zu klein ist, um irgendwas zu verändern. Die negativen Dinge, die ich gerade genannt habe, führen dazu, dass man schnell resigniert und ich kenne genug, die daran kaputt gegangen sind oder die sich zu hohe Ziele gesteckt haben und die angefangen haben, das nicht mehr auszuhalten. Ich habe mal eine Frau bei einer Mitfahrgelegenheit mitgenommen, eine junge Frau, die keine Christin war und sich das so zu ihrem Ziel erklärt hat, die Welt zu verändern, dass sie den Kontakt zu ihrer Familie abgebrochen hat, weil die das nicht mitmachen wollten. Also das führt zu furchtbaren Ergebnissen teilweise. Sieht man in die Welt raus, dann ist das Elend sehr viel größer als der Wohlstand, in dem wir leben. Es gibt viel mehr Krieg als Frieden, mehr Menschen, die hungern, als Menschen, die satt sind. Die Verzweiflung ist wirklich groß und sich damit zu beschäftigen, kann einen in die Verzweiflung treiben oder sie mit hineinziehen. Aber, und hier kommt wieder mein Glaube ins Spiel, mir ist bewusst geworden, ich muss diese Welt nicht retten. Sie ist schon gerettet. Ich habe Verantwortung, aber die letztendliche Verantwortung hat Gott. Und es gibt dieses schöne Spiel mit dem Wort fair und alles, was danach kommt. Und da ist mir aufgefallen, Gott ist eben auch verantwortlich. Also ob er fair ist, das ist noch eine andere Frage, aber er ist auf jeden Fall, er antwortet. Also er ist verantwortlich. Und was direkt danach kommt, er ist auch fragwürdig. Also man darf ihm Fragen stellen, ihn löchern. Und vielleicht sogar so wie spruchhaft den Schweizer Käse, was man so bei uns sagt. Also Gott ist fragwürdig und Gott ist verantwortlich. Und seine Geschichte hat mit weit weniger als 2% begonnen. Und um genau zu sein, das haben wir vorhin an den Bibelstellen gemerkt, durchzieht die Bibel eine Vielzahl von diesen 2%. Ein Sklavenvolk bricht aus. Der Kleinste wird König und der größte Umbruch in unserer Geschichte beginnt in einem Stall, mit einem Baby.
Das Thema kann unheimlich frustrierend sein, aber ich frage mich, wie frustriert muss Gott wohl sein, wo wir nach über 2000 Jahren noch immer nicht so viel verstanden haben von den Ideen, die vor 2000 Jahren schon 2000 Jahre alt waren. Ich würde also sagen, die Sache mit dem fairen Handel ist etwas sehr Praktisches, ist eine Übung. Also etwas, das wir nicht von Anfang an können oder das uns irgendwie zufällt, das man mitnehmen kann, das kann man auch nicht kaufen, sondern es ist eine Übung. Also man fängt damit an, vielleicht mit Kaffee, weil das Nummer 1 Fairtrade-Produkt ist, das gibt es schon Jahre, Jahrzehnte. Und dann merkt man ganz schnell, es gibt auch Tee aus fairem Handel. Und dann merkt man, es gibt auch andere Produkte noch. Und es gibt eigentlich fast alles inzwischen aus fairem Handel. Man kann also damit anfangen, stetig, und man kriegt immer mehr Lust auch darauf. Man geht lieber einkaufen, weil die Läden schöner sind. Ich würde sagen, fairer Handel und die Beschäftigung damit ist eher etwas Inneres. Also deswegen vielleicht auch der Titel, eine Reise zu einer Utopie. Ich würde behaupten, das Thema hat was damit zu tun, wie meine Herzenshaltung ist, ob es mir eine Angelegenheit ist, eine Herzensangelegenheit, ob ich will, dass sich was verändert, nicht nur äußerlich, nicht nur in dieser Welt, sondern dass auch ich mich verändere. Also der erste Schritt ist in mir drin. Es beginnt eine innere Reise, eine Reise hin zu Gott. Und dazu ist Gebet nötig, die Herzenshaltung. Und eine Freundin von mir sagt immer, wer bei Gott eintaucht, wird bei den Menschen auftauchen. Also wer sich mit diesem Thema beschäftigt, wer die Bibel aufmerksam liest, der kann gar nicht anders, als sich diesem Thema annehmen. Und bei aller Frustration und bei allen Herausforderungen ist es doch ein segenreiches Thema, weil die Beziehung wiederhergestellt wird. Und das ist das, was für mich dahinter steckt. Also Maria, von der ich am Anfang erzählt habe, ist mir zwar fremd und sie ist weit weg am anderen Ende der Erde, aber sie kommt mir näher, indem ich mir zum Beispiel vor dem Essen bewusst mache, woher dieses Essen kommt. Dass es Menschen gibt, die dieses Essen gepflückt haben und zubereitet haben. Dass es einen weiten Weg hinter sich hat. Also dieses Essen hat eine Geschichte und diese Geschichte mache ich mir bewusst. Und dadurch kann ich die Beziehung wiederherstellen und eine Grenze überwinden. Ich würde eine kleine Runde einschieben und jetzt schon Fragen erlauben. Also wenn Sie bis hierhin Fragen haben, ich würde jetzt gleich mit dem zweiten Block weitermachen und vor allem praktische Tipps nochmal mitgeben. Aber erst jetzt vielleicht bis hierhin Fragen. Eine haben wir schon. Wir haben bis 15.30 Uhr, nicht wahr? Also ich habe das jetzt nicht ganz verstanden. Nützt es jetzt was oder ist es was Seelsorgliches für mich selbst? Weil wenn es auf das hinausläuft, dass es effektiv nichts bringt, sondern einfach die Strukturen festfährt, also die negativen, dann also kann ich es unterlassen oder ist es genauso gut wie Bibelgruppe oder einfach eine Möglichkeit? Nein, ich würde sagen, natürlich hilft es was. Also ja, unbedingt anfangen. Wenn du daran Interesse hast und die Bereitschaft, das zu tun, fang auf jeden Fall an. Also das können dir die Leute am Stopp-Armut-Stand wahrscheinlich noch genauer erklären, wie die Zusammenhänge sind und was es bewirkt, wenn du jetzt anfängst, den Kaffee aus fairem Handel zu beziehen. Was ich gerade genannt habe, war die Phase, wo ich gemerkt habe, es ist einfach, man läuft gegen eine Wand. Also dieser Markt ist viel zu groß, dass ich ihn alleine verändere. Aber es gibt die Möglichkeit und die Hoffnung, dass es tatsächlich Veränderung gibt. Also und deswegen ist es mir so wichtig zu sagen, die Geschichte, an die wir glauben, hat mit weniger als 2% angefangen. Und sie hat Krasses verändert. Wir rechnen unsere Zeit danach. Hier vorne haben wir noch eine Frage. Ich komme einfach, oder? Ja. Ja, das Gesetz spielt ja ebenfalls eine Rolle. Und wenn ich fair spielen möchte, kann ich ja das Gesetz von fremden Ländern nicht ändern. Also Beispiel, Fernosten hat es ja viele Länder, da sind
Umweltbedingungen überhaupt nicht berücksichtigen im betreffenden Nationengesetz, dass sie Kinderarbeiten erlaubt. Und ich schimpfe dagegen, dass da Kinder arbeiten und gehe kaufen, weil es günstig ist. Da ist mein Gewissen eben auch gefordert, aber ich kann es nicht beeinflussen. Deshalb bin ich ja dankbar, wenn wir auch solche Dinge berücksichtigen und nicht einfach immer auf den Preis schauen, sondern mal mehr etwas mehr hinblättern. Sie kennen solche Produkte. Und ich weiß, da sind ungeheure niedere Löhne dahinter, dass x hundertfach Überstunden gearbeitet werden muss, dass solches überhaupt hergestellt werden kann in solchen Ländern. Ich habe nichts gegen das Produkt selbst, gegen die Technik. Mein Problem ist, was kann ich tun, damit das teurer wird? Denn ich gebe gern 50 oder 100 Franken mehr für dieses Produkt, wenn ich Gefühle habe, ich brauche es für den Beruf, es ist sehr zweckmäßig, dann kaufe ich es auch für 100 Franken mehr. Muss ich jetzt diese 100 Franken verschieben, in die Entwicklungshilfe geben, damit sie trotzdem noch etwas haben? Was ist denn die gescheiteste Lösung für das? Das ist eine sehr schöne Überleitung, würde ich sagen, zu meinem nächsten Punkt. Also es gibt gleich nochmal die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Wir sind knapp in der Zeit, aber ich versuche einmal so einen Überblick zu geben über praktische Tipps, die ich mir so angeeignet habe. Ein paar davon stehen in dem Artikel nochmal vertieft. Also wer sich dieses Buch kauft, davon habe ich übrigens überhaupt nichts. aber das ist wirklich sehr hilfreich. Und ein guter Kurs, um da einmal eine Annäherung zu kriegen. Und da stehen eben die Prinzipien, die ich zu Anfang jetzt vorstelle, auch drin. Also, wir haben uns damals in der WG, von der ich gerade schon erzählt habe, 4 Grundsätze gelegt. Wir haben gemerkt, wenn wir beim Einkaufen sparen, dann muss eventuell jemand anders, und das sagen Sie, den Preis bezahlen, den wir nicht bezahlen. Und das, ich finde die Frage wirklich interessant. Was können wir machen, damit die Dinger teuer werden? Also das habe ich noch nie gehört, finde ich wirklich super. Und wir haben gemerkt, das wollen wir nicht mehr. Wir wollen nicht mehr auf Kosten von anderen leben. Und wir haben uns gefragt, wie ist das möglich? Und wir haben uns 4 Prinzipien gesetzt. Und ich reiße sie nur ganz kurz an. Erstes Prinzip ist, wir werden bewusst konsumieren. Also wir werden nicht mehr einfach irgendwas kaufen. Wir werden nicht mehr in die Stadt gehen zum Shoppen und nicht mehr in irgendeinen Laden gehen, um irgendwas zu kaufen, sondern wir kaufen das, was wir wirklich brauchen und wenn wir es brauchen und nicht, weil wir es gerade haben wollen. Und das macht es schwer, weil man merkt, es gibt gar nicht überall alles, also das habe ich schon gesagt. Also fragen wir, bevor wir etwas kaufen, die Verkäuferin oder den Verkäufer, was ist das für ein Material? Wo wurde das hergestellt? Können Sie uns was zu den Herstellungsrichtlinien sagen? Wir löchern die. Meistens haben die keine Antwort. Traurigerweise, aber wir hoffen natürlich, dass sich das ändert. Also, und da ist dieses kleine Heft, das ich vorhin schon genannt habe, auch eine gute Hilfe. Dann weiß man schon, bestimmte Marken sind so, bestimmte Marken sind so. Es gibt welche, die halten sich da sehr streng dran. Wenn wir keine Auskunft von den Verkäuferinnen und Verkäufern kriegen, wenden wir uns per E-Mail an den Hersteller. Auch da bekommt man meistens vorgefertigte E-Mails zurück und wird enttäuscht, aber das bedeutet dann einfach, man kauft es nicht. Also die Entscheidung bleibt ja dann immer noch übrig. Natürlich haben wir nicht alle Lebensmittel und Klamotten verbannt aus unserem Kleiderschrank. Diese Hose zum Beispiel habe ich vor 6 Jahren bei H&M gekauft. Ich trage sie fast jeden Tag und sie hat 19 Euro gekostet. Ist das nicht Wahnsinn? Ja. Also bin selber überrascht. Außerdem kaufen wir gerne in Second-Hand-Läden. Das gibt es natürlich vor allem in Berlin. Ich weiß nicht, wie das in der Schweiz ist, wahrscheinlich nicht so sehr. Aber das ist auch eine schöne Kultur, die wir gerne aufleben lassen wollen. Also herzliche Einladung, das mitzumachen. Damit kommt man an den großen Ketten vorbei. Und die haben nichts mehr davon. Zweites Prinzip. Wir werden, das habe ich gerade auch schon gesagt, nicht auf Kosten von anderen leben. Also wir haben gemerkt, wenn wir Kaffee kaufen, dann muss den irgendjemand machen. Irgendjemand muss diese Kaffeebohnen pflücken. Und wenn wir nicht bereit sind, einen Preis zu zahlen, der für alle reicht, dann trinken wir keinen Kaffee. Das ist das Prinzip.
Also wir wollen einen fairen Preis bezahlen und auch das ist schwierig und auch eine Herausforderung, denn auch der faire Handel, das habe ich vorhin schon gesagt, ist nicht unbedingt, führt nicht unbedingt dazu, dass die Menschen auf der anderen Seite der Welt einen fairen Lohn kriegen. Teilweise sind das auch nur marginale Veränderungen. Ich muss einmal gucken. Genau, Bioprodukte sind gerade groß im Kommen. Ich habe gehört, die große Kette Coop, die kannte ich vorher gar nicht, ist da schwer im Rennen und bietet alles Mögliche zu Bio-Sachen an. Das ist ein guter Schritt. Also das ist noch lange nicht Fair Trade, aber es heißt zum Beispiel schon, dass die Bauern auf den Plantagen keine Pestizide mehr einsetzen dürfen. Die mussten sie seither, oder die Bauern, die nach konventionellen Richtlinien arbeiten, mussten Pestizide einsetzen, meistens ohne Schutzkleidung, und sind dadurch, ist das die Lebenserwartung bei 30 maximal. Und wenn das dann noch Kinder sind, dann werden die meistens nicht 30. Wir kaufen weniger, dafür aber qualitativ hochwertiger. Also wir überlegen uns zweimal, ob wir gerade eine Jeans brauchen. Und wenn ja, dann kaufen wir eine, wo wir wissen, die hat 3 Nähte, die hält länger. Und da haben wir lange was davon. Und wir kaufen sie zeitlos. Also wir kaufen nicht eine grüne Jeans oder ein T-Shirt mit dem Aufdruck, der gerade in ist, sondern wir kaufen Standardsachen und vielleicht Accessoires dazu, damit man so modisch noch ein bisschen mitkommen kann. Das ist für manche wichtiger, für manche nicht so wichtig. Aber da will man natürlich auch nicht ganz raus sein. Im Internet gibt es eine wachsende Community und mein Vorschlag ist, dass wir gleich zu den anderen Plakaten draußen noch ein Plakat dazuhängen, auf dem steht spannende Bezugsquellen oder weitere Informationen. Und da können Sie alle draufschreiben, woher Sie Ihre Produkte kriegen, damit wir eine kleine Datenbank errichten, von der wir alle profitieren werden. Also wo kriege ich meine Klamotten, wo kriege ich meinen Kaffee? Welchen trinke ich, weil und so weiter. Das können Sie dann alles da draufschreiben. Ich werde auch 2-3 Tipps, habe ich noch mit, auch da draufschreiben. Ich habe es gerade schon gesagt, wir kaufen weniger. Also zum Beispiel glaube ich, dass es in unserer Lebenssituation, das ist sehr unterschiedlich, aber es ist völlig unnötig, mehr als, sagen wir mal, 3 Jeans zu haben. Wer braucht die schon? Also man wechselt die Jeans alle paar Tage, man wechselt vielleicht mal ab. Also ich habe zum Beispiel angefangen, meinen Kleiderschrank sehr klein zu halten und zu gucken, dass alles, was ich nicht anziehe, länger als einen Monat, dass das kommt weg. Das brauche ich nicht. Und so spare ich sogar noch die Kosten für die Waschmaschine, weil das alles passt in eine Waschmaschine. Und ich trenne auch nicht zwischen weiß und bunt, das ist mir nicht so wichtig. Gebügelt wird auch nicht, das spart Strom, legt sich eh alles glatt. Und noch ein Dilemma, auf das ich gestoßen bin, ist, was ist eigentlich, wenn es Winter wird und ich gerade eine Jacke brauche und ich habe nur 30 Euro? Was mache ich dann? Kaufe ich mir eine Jacke für 30 Euro und weiß, am anderen Ende der Welt muss darunter jetzt gerade jemand, der muss den oder die muss den Preis bezahlen, den ich nicht bezahlen kann. Die Situation gibt es auch. Oder kaufe ich mir die Jacke nicht und friere den ganzen Winter? Dann kriege ich Ärger mit meiner Mutter. Also eine große Entdeckung, die ich gemacht habe, ist, meine Entscheidungen führen immer dazu, dass entweder ich darunter leide oder jemand anders. Und dann ist die Frage, was ist jetzt gerade besser? Oder gibt es eine Alternative? Gibt es einen Ausweg? Und das vierte Prinzip, das ist auch schon mehrmals durchgeklungen, das wir uns gesetzt haben, ist, wir vertrauen uns mit unseren Fragen und unseren Herausforderungen Gott an. Das ist uns sehr wichtig geworden, weil wir gemerkt haben, wir scheitern. Es entsteht ein großes Loch, das wir nicht füllen können. Und jede Entscheidung, die wir treffen, zieht uns noch tiefer hinein. Und die Problematik habe ich gerade schon erläutert. Aber wir glauben, dass es eine Veränderung gibt und dass diese Veränderung möglich ist. Also ich würde sagen, das Thema dieses Tages, ist der Markt veränderbar? Ja, er ist es, natürlich. Warum denn nicht? Also wenn wir das können, warum dann der Markt nicht? Und ich habe mich gefragt, was ist eigentlich, wenn ich nur noch im Internet einkaufe? Dann habe ich ja gar keinen Kontakt mehr zu den Leuten hier. Also
das, was ich mir zum Prinzip gemacht habe, dass ich die Beziehung wiederherstellen will zu den Menschen, die meine Klamotten herstellen, das kippt dann auf der anderen Seite runter. Also ich gehe nicht mehr in Läden, ich spreche nicht mehr mit dem Personal da. Besonders drastisch fiel mir das auf, weil ich plötzlich keinen Kontakt mehr zu dem netten Mann aus der Dönerbude um die Ecke hatte. Ich habe keinen Tee mehr mit ihm getrunken. Das war traurig. Also weil ich dachte, ich kann doch jetzt nicht mehr da Döner essen gehen, das ist ja bescheuert. Zu Hause nur Bioprodukte und dann da 2 Euro Döner. Und dann bin ich, und da kommt wieder die Bibel ins Spiel, über eine Bibelstelle gestoßen, die mir sehr wichtig wurde. Alles ist erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist erlaubt, aber nicht alles baut auf. Niemand sollte auf den eigenen Vorteil aus sein, sondern auf den der Mitmenschen. Das steht nicht in Matthäus, das ist falsch. Das ist 1. Korinther, das steht jetzt hier richtig. Und es geht weiter. Wenn jemand, der nicht an Jesus glaubt, euch zum Essen einlädt und ihr die Einladung annehmt, ihr könnt alles essen, was euch vorgesetzt wird, unbedenklich und mit gutem Gewissen essen und braucht nicht nachzuforschen, woher das Essen kommt. Ich würde das erweitern. Das geht nicht nur um Menschen, die an Jesus glauben oder nicht. Wenn ich wo zu Gast bin, frage ich nicht nach, woher das Essen kommt. Das bringt nichts. Ich bin Gast und ich nehme, was ich bekomme, und ich freue mich sogar sehr darüber, weil die Gemeinschaft immer wichtiger ist. Ein weiteres Anliegen, das ich habe, ist, und was mir mit schwer fällt, manchen, und die beneide ich darum, fällt das nicht so schwer, denn wir sind es nun mal gewohnt, sehr viel Fleisch zu essen. Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen zu Hause ist, aber es ist relativ normal geworden, dass es fast jeden Tag Fleisch gibt. Das ist nicht richtig. Das kann nicht richtig sein, denn nach einer Rechnung der Süddeutschen Zeitung, die dieses Problem sehr gut verdeutlicht, braucht man, um den Fleischhunger eines Durchschnittsdeutschen, wahrscheinlich auch Schweizer, das ist wahrscheinlich nicht so unterschiedlich, braucht man eine Futteranbaufläche von ca. 1000 Quadratmetern pro Jahr. Für den Jahresverbrauch an Kartoffeln reichen dagegen 15 Quadratmeter. Umgerechnet auf eine Mahlzeit bedeutet das, dass ein Hamburger mit Pommes und Salat ca. 3,6 Quadratmeter verbraucht, Spaghetti mit Tomatensauce aber nur einen halben. Also ein Siebtel, wenn ich das jetzt mal gerade im Kopf überschlage. Also die Einladung ist, und das war vor, einige von Ihnen werden sich noch daran erinnern, noch relativ normal, einmal in der Woche Fleisch für die, die nicht darauf verzichten können, und gesegnet sind die, die auf Fleisch verzichten können. Ich habe noch einen praktischen Tipp, für den ich manchmal belächelt werde. Ich rechne um. Also wenn ich mir eine Jeans kaufe, die 100 Euro kostet, dann überlege ich, wie lange werde ich diese Jeans ungefähr tragen. Ich bin mal pessimistisch und gehe davon aus, dass sie nach 2 Jahren dahin ist, weil ich sie jeden Tag anhabe. Dann kostet mich diese Jeans 15 Cent. Das sind ungefähr 20, was sind das, Groschen bei euch? Groschen? Nee, was? Rappen, stimmt. Ja, ich hatte das schon mal gelernt. Also 20 Rappen. Sind das ungefähr pro Tag. Also überlege ich mir, ist mir diese Hose 20 Rappen pro Tag wert? Genauso mache ich das bei allen anderen Produkten. Ich überlege mir und rechne mir das um. Und dann denke ich jeden Tag daran, na, ich ziehe gerade wieder 20 Rappen an. Nein, das mache ich nicht. Und dann noch ein letzter Gedanke, ein praktischer letzter Gedanke. Es gibt nicht billig oder teuer. Die Aldi- und Lidl-Generation macht uns das vor, und jetzt auch in der Schweiz, habe ich gehört. Das tut mir sehr leid. Es gibt nicht billig, sondern es gibt, wenn dann, angemessen. Also Produkte sind nicht teuer, nur weil sie aus fairem Handel kommen, sondern wenn, dann ist der Preis angemessen. Also ein Produkt hat einen angemessenen Preis, von dem alle, die davon leben müssen oder die damit zu tun haben, leben sollen. Und dann ist es nicht gerechtfertigt, wenn das hier entschieden wird. Dann sollte es Möglichkeiten geben, das zu regulieren. Und das wird dringend nötig. Sie können morgen dafür abstimmen. Nein, ich will jetzt keine Werbung machen.
So viel zu meinen praktischen Gedanken erstmal. Es gibt natürlich noch weit mehr und wahrscheinlich haben Sie selber auch Erfahrungen gemacht. Und wenn Sie möchten, können Sie das jetzt teilen. Und wir haben noch, sagen wir, 5 Minuten für Fragen. Und danach habe ich noch einen Abschluss mit Ihnen vor. Also jetzt nochmal die Möglichkeit, vielleicht mehr zu den praktischen Sachen Fragen zu stellen. Zu was für einer Lösung bist du mit elektronischen Geräten gekommen? Keiner. Also der Markt ist extrem klein und auch ich besitze so einen Teil. Als Grafikdesigner bin ich angewiesen auf so einen blöden Rechner, als Student inzwischen auch. Es wird vorausgesetzt, dass man einen Laptop in der Uni hat. Das ist extrem schwierig. Und das Einzige, was ich sagen kann, ist, was hilft, ist, alle Petitionen dazu zu unterschreiben, die es gibt. Also, oder wenn Sie Journalistin oder Journalist sind, schreiben Sie so viele Artikel wie möglich über Foxconn in China, was wir gerade schon gehört haben, also die Firma, die vor allem für Nokia und Apple und die ganzen Sachen die Produkte herstellt. Also das sind nach wie vor furchtbare Verhältnisse. Ich finde den Ansatz bewusst konsumieren sehr gut. Aber wer gibt mir eine Datenbank mit Produkten, wo man weiss, die sie fair produziert? Und das fehlt eine Menge Informationsquelle. Wer sorgt dafür? Ja, das ist tatsächlich auch noch ein großes Problem. Es wird immer mehr, muss man sagen. Also es gibt Datenbanken. Und eben solche Heftchen, wo drin steht, wie die Kleidungshersteller agieren. Aber das ist immer noch viel zu wenig. Und an der Stelle fällt mir noch ein, auch wenn ein Produkt das Fairtrade-Siegel trägt, ist es nicht unbedingt besser als ein anderes. Also es macht zum Beispiel keinen Sinn, dass Tomaten, die aus der Schweiz kommen, ein Fairtrade-Siegel tragen. Weil wir Richtlinien haben, die dafür sorgen, dass die Menschen hier ordentlich entlohnt werden. Also muss man auch abwägen, wo kommt das Produkt her? Also kommt es aus einem Land, wo man sicher davon ausgehen kann, dass die Richtlinien nicht eingehalten werden, dann muss man darauf achten, wie sind die Verhältnisse. Wenn ich jetzt, also ich habe mir gerade Sportschuhe gekauft, das einzige Modell, das in Deutschland hergestellt wird, da muss ich natürlich nicht darauf achten, dass das ein Fairtrade-Siegel trägt. Das fällt mir noch dazu ein. Und dann gibt es, wenn man das googelt, inzwischen relativ viel Informationen dazu, wo man zum Beispiel Kleidung einkaufen kann. Bei Lebensmitteln, das fällt mir auch noch ein, was ich gerade zum Fleisch gesagt habe, ist natürlich auch für andere Lebensmittel entscheidend. Also man kann zum Beispiel gucken, was gibt es gerade. Das ist noch ein sehr entscheidender Tipp. Also wir sagen immer saisonal, regional und fair in der Reihenfolge. Also wir überlegen, ist gerade Tomatenzeit. Die ältere Generation, für die ist das noch normaler. Für uns ist es schon völlig normal, dass es zu aller Jahreszeit Erdbeeren gibt. Das ist Quatsch. Das macht auch keinen Sinn, das ist nicht gut für den Körper, das kann man noch dazu sagen. Es ist gut, dass wir im Winter Wirsing essen, weil der Körper das braucht. Und so kann man auch noch mal gucken. Also saisonal, regional ist auch gut, dann sind die Verkehrswege nicht so lang. Also Milch, das ist Quatsch, dass Sie Milch aus Norddeutschland kaufen, wenn Sie hier wohnen. Aber Sie haben auch genug Milchbauern hier. Und so weiter. Und fair, das ist der dritte Punkt. Gucken bei Schokolade zum Beispiel. Es ist natürlich entscheidend, wo kommt die her? Die wächst hier nicht. Also muss man überlegen, ist sie fair oder nicht. Hilft das? Es gibt auch auf der Homepage von Stopp Armut einen Link zu ganz vielen Bezugsquellen, welche Produkte fair sind. Da ist extra ein Link mit einer Seite, die immer weiter wächst. Und auch nochmal die herzliche Einladung, gleich unsere Datenbank zu füllen. Also gleich zu, wo man die fair Produkte finden kann. Sie können auch bei Max Haveler Seite klicken und dann finden Sie alle Produkte dort. Ich möchte jetzt auch an dieser Stelle einfach sagen, dass fairer Handel existiert wirklich und es tut viele, viele Leuten gut. Ich arbeite bei einer Firma und ich bin dafür zuständig, solche Projekte im Ausland aufzubauen.
wenn Sie jetzt zu Coop gehen und Sie kaufen zum Beispiel Pfeffer oder Zimt, die Fairtrade zertifiziert sind, das sind unsere Projekte. Die haben wir vor 15 Jahren aufgebaut mit 300 Bauern und jetzt sprechen wir von 3000 Bauern. Und wenn Sie diese Bauern sehen, dann sie sind glücklich wirklich, dass sie überhaupt diese Arbeit machen. Und an dieser Stelle möchte ich einfach sagen, das ist eine Verantwortung. Sie haben gesagt, wir müssen das nicht machen, wir müssen die Welt nicht ändern, aber es ist eine Verantwortung, die wir sehr, sehr gerne annehmen, ein Privileg. Und ich würde es auch noch gerne immer weitermachen und ich würde jeden ermutigen, diese Fairtrade-Produkte zu kaufen. Wir haben Projekte in Iran, jetzt haben wir neu begonnen. Wir haben Projekte in Kaschmir, in Indien. Da reise ich auch hin am Wochenende, fliege ich jetzt wieder nach Südafrika für ein neues Projekt. Also ich ermutige euch, macht das. Die Bauern, denen geht es gut, die bekommen einen Mindestpreis und dazu bekommen die auch eine Prämie dazu. Diese Prämie können die in Projekten, Gemeinschaften, Projekten investieren. Und noch dazu, das Wichtigste, was ich bei diesen Projekten finde, ist, dass die Leute, die werden gleich behandelt. Also es geht um Empowerment. Die müssen selber für sich entscheiden, was wollen sie machen, wie wollen sie sich verbessern. Und ich kann euch einfach ermutigen, zahlen Sie die extra Cent, was Sie haben noch. Wir gucken auf die Uhr. Hier vorne war noch eine Frage. Ich will dazu noch sagen, dass das für uns natürlich auch bedeutet hat, mit dem schmalen Budget eines Studenten heißt das natürlich, dass man nicht jede Woche ins Kino geht. Aber man gibt das Geld eben gern dann auch aus. Also das war unser Reflex. Also man gibt das Geld gerne auch für besseres Essen aus. Man lernt plötzlich auch besser kochen. Und das alles. Also es sind sehr positive Effekte auch. Vielleicht eine letzte Frage. Wir haben noch 2 Minuten hier vorne. Der Umgang mit Kindern in diesem Zusammenhang finde ich sehr schwierig. Vom saisonalen Gemüse am Mittagstisch über Holzspielzeuge für einen 10-Jährigen zu Weihnachten finde ich herausfordernd. Und wenn es da Tipps gibt aus dem Publikum, bin ich dankbar dafür. Ja, da wäre ich auch dankbar, weil ich selber natürlich keine Kinder habe. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Freunde von mir haben gerade ein Kind gekriegt oder ein Kind, das gerne, Hello Kitty mag. Und da kann man so alternativ sein als Eltern, wie man will. Also falls es da Tipps gibt, vielleicht könnt ihr dann direkt euch unterhalten. Hat jemand Tipps? Sieht eng aus. Okay, hier sind Eltern. Also Eltern treffen sich nachher gleich. Nein. Ich habe noch einen Abschluss vor und ich kürze ihn ab, weil wir sehr knapp in der Zeit sind, leider. Ich überlege gerade einmal, das muss sein. Okay, ich werde noch einen Zuspruch sprechen und einen Segen, wenn Sie das möchten. Und wer kann und mag, darf dazu aufstehen. Weil ich glaube, das ist auch mehrmals durchgeklungen. Ich bin überzeugt davon, dass diese Sache nicht funktioniert ohne die Hilfe. Du kannst dich entrüsten, dich schutzlos machen. Auf Panzer verzichten. Du kannst so entwaffnen sein. Und auch wenn unsere Gebete die Gewalt nicht beenden, so proklamieren sie doch eine andere Hoffnung für die Zukunft von Familie Mensch. Und ich fühle den Wunsch in mir, etwas zu tun für den Frieden in der Welt. Ich bete, dass die Menschen dieser Erde freundlicher miteinander umgehen mögen, voll gegenseitiger Liebe und Anteilnahme. Und ich richte diese Worte an alle, die das Leiden in der Welt verringern wollen und deren tiefster Wunsch es ist, ein Glück zu finden, das von Dauer ist. Und in der Bibel steht, du bist der Herr, der den Kriegen ein Ende setzt, den Opfern von Gewalt bist du Gottheit, den Machtlosen Hilfe, den Schwachen Schutz, den Verzweifelten Beistand, den Resignierten Rettung, höre du auf unser Gebet. Geht als Gesegnete, denn es ist euch gesagt, was gut ist und was der Herr von euch fordert. Gottes Wort halten, Liebe üben und demütig gehen mit deinem Gott. Wohl denen,
die in ihrem Herzen barfuß pilgern, die ihren Schutz in Gott finden, glückselig, die Frieden stiften. Man wird sie die göttlichen Kinder nennen. Amen. Und herzlichen Dank fürs Zuhören, Mitmachen und für das Interesse. Vielen Dank, Hannes. Ein Workshop hat ja die Idee, dass er uns zum Arbeiten anregt, dass es in uns arbeitet. Ich glaube, das ist dir gelungen, dass es in uns arbeitet, dass wir Gedanken mitnehmen, Anregungen. Man kann sicher in einer Stunde nicht alle Fragen beantworten, nicht alles klären, aber du hast uns zum Arbeiten angeregt und tolle Tipps mitgegeben. Auch an dich ein kleines Geschenk, ein Dankeschön für deinen Einsatz und hoffen, dass du jetzt nicht mehr in der Wege, sondern mit deiner Frau die Dinge weiterleben kannst und ausbauen kannst. Ich lege hier vorne ein paar Plakate hin mit Stiften, da kann man draufschreiben, wenn man Webseiten kennt, wenn man Produkte kennt, so eine Ideenbörse, wo könnte ich einen fairen Lebensstil umsetzen, wo gibt es etwas, und das hängen wir dann nachher draußen auf. Genau, und ansonsten geht es um halb jetzt gleich weiter. Vielen Dank, Hannes, und euch noch einen guten Rest der Veranstaltung. Danke.